Also wir ziehen es meistens neu auf, beziehungsweise eigentlich immer. Hat jemand schon jemals eine Bewährung exportiert? Wenn du jetzt was an der Hand hättest, wo du sagen könntest, okay, du kannst dich mal entlanghangeln, würdest du es dann mal anwenden oder eher nicht? Nee, das würde ich wahrscheinlich schon mal machen, ja. Solange wie das vom Bauamt nicht akzeptiert oder gefordert wird, wird es in meinem Sektor schwierig sein. Wissensaustausch Bauplan. Ungefiltert, ehrlich und interaktiv. Los geht's. Heute ist die allererste Folge, die Premiere der Wissensaustausch Bauplanung. Ich bin einer der zwei Moderatoren. Mein Name ist Peter Pöppel. Ich bin Altplan-Experte, Entwickler und Zeichner in der Tragwerksplanung. Habe mehrere Jahre Erfahrung in der Programmierung von BIM-relevanten Tools auf Altplan-Basis. Und dann spiele ich auch schon den Ball meinen Kollegen zu. Michael Müller, stell dich mal kurz vor. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Michael Müller, ich bin zertifizierter BIM Professional, Geschäftsführer eines kleinen Büros für Tragwerksplanung hier im Schwarzwald in Nagold. Wir haben in den letzten Jahren mehrere Projekte in den BIM-Prozessen verwirklicht und dadurch auch wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese würde ich gern mit euch teilen. Aber bevor wir beginnen, würde ich kurz eine kleine Vorstellungsrunde starten, damit auch jeder weiß, mit wem wir es zu tun haben. Ja, hallo, mein Name ist Konrad Rautzettel von der Firma Tetraplan. Ich bin Lohnzeichner und zeichne Einreichpläne, Ausführungspläne und habe mit BIM relativ wenig zu tun, weil es einfach in dem Sektor, in dem ich arbeite, nicht gefordert wird. Leider. Mein Name ist Stefan Weiler. Ich bin Bauingenieur und bin vorwiegend eigentlich eher mit Stahlherstellung beschäftigt und weniger mit CAD. Wir machen bei uns im Büro aber auch, ich sage mal, ja, ein Stück weit BIM. Vielleicht noch nicht ganz so, wie man es komplett machen könnte, aber sind schon auch sehr intensiv im Austausch mit anderen Fachplanern, mit IFC und dergleichen. Also ich bin Theresa Konrad, ich arbeite bei Kling Consult und bin da in der Tragwerksplanung tätig. Wir bearbeiten unter anderem eben Projekte mit BIM. Also ihr macht mit externen Architekten auch viel. Bekommt ihr dann sozusagen auch ein Modell von externen oder zieht ihr das Modell als Tragwerksplaner dann selber nochmal komplett neu auf? Also wir ziehen es meistens neu auf, beziehungsweise eigentlich immer, weil es ist immer schwierig mit externen Architekten, dass im Endeffekt die Modelle halt bei uns und die Programme dann sauber rauskommen. Deswegen zeichnen wir es meistens eben neu nach. Also ich kenne diese Probleme, also ich kann diese Problematik wirklich nachvollziehen, dass vom Architekten oft irgendwas kommt, aber das sind dann Wände, statt 24er Wände sind die dann 24,018 oder so, sind dann verzerrt oder es sind keine Genau. 90-Grad-Winkel und mit sowas kannst du halt in der Tragwerksplanung dann nichts mehr anfangen. Die Geometrie muss passen und das ist sozusagen schon mal der Einstieg, warum es oft scheitert. Dann ist natürlich auch oft ein schwieriger Punkt, dass man das Modell auch in Detailbilder dann nochmal zum Beispiel jetzt den Altplan nochmal aufteilen möchte, anders als der Architekt. Habt ihr die Erfahrung auch schon gehabt oder sowas? Ja, definitiv. Es ist, weil es zum Beispiel, wir arbeiten ja auch mit Revit und mit Allplan. Da ist es eben auch so, Revit ist von der ganzen Funktionsweise, von der ganzen Denkweise ja schon komplett anders wie Allplan. Da gibt es in der Form ja nicht die Teilbilder, wie es beispielsweise in Allplan. Das beruht sich da dann alles auf Ebenen. Ja, da fängt halt der Prozess vom Open BIM schon ein bisschen an. Wenn ich ein Modell bekomme, sozusagen vom Architekten, dann lade ich mir das zum Beispiel jetzt in Altplan rein. Dann ist bei mir der erste Step, dass ich erstmal alles aussortiere, dass ich die Bodenplatte in die Bodenplatte reinschiebe, wenn es Teil wird. Also vorausgesetzt natürlich, das Modell ist gut. Und dann sage ich, die Wände vom Erdgeschoss kommen in die Wände Erdgeschoss und so weiter und so fort. Und wenn ich das dann habe, dann übergebe ich die Intelligenz, die ich haben möchte, von meinen Assistenten, übergebe ich dann die Intelligenz an den einzelnen Bauteilen. Und dann kann es auch funktionieren. Aber wenn dann jetzt Änderungen kommen, die massiv sind, dann habe ich ein Problem, weil dann müsste ich das Modell trotzdem nochmal neu aufziehen. Dann wollen wir natürlich auch die anderen mit in die Runde bringen. Der Stefan Weiler hat gesagt, zeichnen weniger, sondern rechnen viel. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr ein Modell über den BIM-Prozess in euer Rechenprogramm bekommt? Da sind wir bei uns im Büro vielleicht noch ein bisschen rudimentär aufgestellt. Also wir arbeiten da eigentlich nur viel mit zweidimensionalen TXF-Folien, muss ich sagen. Möchte mir jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube wirklich, dass das der Standardweg immer noch ist. Das mag sein, ja. Aber Wir sind auch so, dass wir eigentlich, also wir rechnen auch viel, jetzt sage ich mal,
übliche Hochbauten rechnen wir eigentlich immer mit zweidimensionalen FE-Decken, keine 3D-FE-Modelle, sondern geschossweise, sage ich mal, so Salamitaktik nach unten rechnen. Eigentlich fahren wir ganz gut mit diesen DXF-Folien. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Aufwand, die zu erstellen, aber man hat auch ein bisschen, ja, ich sag mal, die Kontrolle, was da eigentlich dann alles drin ist oder wie man es selber sich angelegt hat. Eine dreidimensionale Statikberechnung, jetzt, da haben wir dann meistens Glühbahn oder sowas. Das haben wir eigentlich nur, wenn es jetzt irgendwie ein Lastabtrag nicht stringent von oben nach unten ist, sondern wenn es irgendwelche große Auskragungen, wo mehrere Geschosse irgendwie mittragen oder irgendeine Hochhängung, wo eine Last ist, nach oben geht und dann sich über irgendeinen Überzug über der Dachebene oder so abträgt. Da sehe ich auf jeden Fall Vorteile in der 3D-Berechnung. Aber ich sage, für so klassische Hochbauten, da sehe ich einfach aus meiner Sicht mehr Aufwand in der Berechnung, sehe ich da einfach zu wenig Benefit dann. Mal kurz Frage, mit welchem Programm ihr arbeitet? Also wir haben einen relativ Programmmix. Die meisten bei uns im Büro sind eigentlich mit Frilo PLT Geomodell und Glubal dreidimensional und je nach Anwender, manche rechnen auch Glubal 2D, ganz normale 2D-Platten mit Glubal. Also bei uns im Büro läuft es ja standardmäßig auch so, also ähnlich wie bei euch, dass wir die einfache Sache im 2D runterrechnen. Aber habt ihr mal den BIM-Connector von Frilo dann versucht? Weil bei uns ist das jetzt im Prinzip so, wir erstellen uns unser BIM-Modell, übergeben das dann in den BIM-Connector und haben somit das im Geomodell schon drin. Genauso könntet ihr im Prinzip auch die BIM-Modelle für die 2D-Berechnung nutzen. Habt ihr das schon mal getestet? Also ich glaube, bei uns hat das noch keiner getestet im Büro, ne. Okay. Und die IFC-Datei in Glubal einspiele, das funktioniert ja genauso. Zwar habt ihr dann kein fertiges Programm, aber ihr könnt ja dann die Knoten relativ schnell abfahren. Nutzt ihr das da oder geht ihr da auch noch hin und sagt, ihr gebt das komplett über die Koordinate ein? Wir geben das eigentlich auch im Glubal über so DXF-Hilfsfolien ein. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, du würdest das mal probieren mit dem BIM-Connector? Würde dich daran hindern? Die Zeit. Wenn du jetzt was an der Hand hättest, wo du sagen könntest, okay, du kannst dich mal entlanghangeln und das testen, dass du relativ schnell zielgerecht zum Ergebnis kommst beim einfachen Gebäude. Würdest du das dann mal anwenden oder eher nicht? Nee, das würde ich wahrscheinlich schon mal machen, ja. Theresa, mit welchem Programm arbeitet denn ihr in der Statik? Unsere Statiker, die arbeiten mit Sophistic und Frilo. Mit Sophistic und Frilo. Nehmt ihr die BIM-Modelle her oder geht ihr ähnlich wie der Stefan vor? Wir haben teilweise dann schon aus Revit die Modelle exportiert. Aber oftmals werden die dann auch von den Statikern nochmal selber modelliert in 3D. Konrad, wie sieht es bei dir aus? Warum hat sich bei dir jetzt BIM noch nicht ganz so etabliert? Naja, es hängt einfach damit zusammen, dass für den Endkunden der Wert vom BIM für ein Einfamilienhaus noch nicht klar verständlich ist. Und dass viele von den nachfolgenden Gewerken, also von den bauausführenden Gewerken, das BIM-Modell derzeit nicht übernehmen können, um ihre Planung damit zu machen, also Elektroplanung oder Ähnliches, weil sie selber das nicht können oder verarbeiten können. Und insofern ist der Mehraufwand, den ich in der Planung und Zeichnungsleistung habe, höher und den wollen sie natürlich nicht bezahlen. Der kommt meistens ja erst zum Tragen oder das amortisiert sich ja meistens erst, wenn man das Modell weitergeben kann und andere das dann auch noch mit ausfüllen können oder nutzen können und da das Geld wieder einsparen können. Und also durch die Zeit. Ich sehe es auch so, dass vieles in der BIM-Branche noch nicht bezahlt wird. Und ist die Bewertung überhaupt relevant, am Schluss zu exportieren? Vielleicht nur für Clashes, aber ist es wirklich, also ich als Tragexperte möchte eher das Modell vom Architekten oder auch die Durchbrüche übernehmen vom TGA oder sowas, damit ich einen weiteren Vorteil davon habe. Das ist eigentlich sozusagen meine Ansicht von BIM, wie ich am besten damit arbeiten kann. Glaubt ihr, dass es sinnvoll ist, am Ende die Bewertung zu exportieren? Michael, da möchte ich bei dir mal anfangen. Also auf jeden Fall. Also wir haben das jetzt, wir spielen unsere IFC-Datei auf einer Plattform zusammen und überlagern die dann immer. Und wenn ich jetzt natürlich meine Bewertungen mitliefer, kann der BIM-Manager im Prinzip bei der Kollisionsprüfung direkt checken, ob ich eine Kollision mit einem Durchbruch habe, ob die Bettunddeckung eingehalten ist, das ist alles prüfbar. Von dem her würde ich sagen, aus meiner Sicht, auf jeden Fall sollte die Bewährung mit übergeben werden, allerdings immer gesonderte IFC-Modelle.
Aber dann auch nur, wenn du einen BIM-Koordinator hast, weil alles andere macht ja dann keinen Sinn. Wenn es keinen BIM-Koordinator hat, wenn man jetzt einfach nur Tragwerksplaner, Architekt und TGA hat und die machen zusammen ein Projekt, dann macht es ja, wenn es nicht abgerufen wird, macht es ja keinen Sinn, dass ich es exportiere, oder? Also ich sage, es macht ab dem Moment Sinn, wenn es jemanden gibt, der Kollisionsprüfungen macht. Wenn ich jetzt das natürlich nur visuell prüfe, dann macht es mit Sicherheit keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, er hat mit Solibri oder mit irgendeinem anderen Modelchecker, geht hier in die Kollisionsprüfungen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ich bin auch so weit, dass ich sage, da gebe ich dem Konrad recht, dass es viele noch nicht erkennen. Mit dem Einfamilienhaus aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, für mich selber würde BIM immer einen Sinn machen, dann müsste ich eher beim Little BIM gehen. Also ist im Prinzip ja Little BIM ein Closed BIM-Prozess, wo wir bürointern nutzen. Und ich sage, bei uns ist ja alles drauf abgestimmt. Von dem her würden wir immer im BIM-Prozess arbeiten, dann eben halt nur für uns selber. Ja, also in den Little BIM-Bereich, da finde ich das BIM-Thema. Es ist, also ich finde das Wort Little oder Closed BIM finde ich ein bisschen negativ behaftet, obwohl ich eigentlich eine Riesenstärke in dem Bereich sehe. Also ich sehe es auch im Open-Bereich. Aber ich finde, Little und Closed hört sich ein bisschen negativ an. Also, aber ich finde ja, der Bereich ist für mich erstmal am stärksten, weil er am meisten Nutzen für mich bringt. Weil wenn ich sage, okay, ich kann den Status abfragen von einzelnen Plänen oder Bauteilen, ich kann eine Stahlmassenschätzung machen, ich kann eine Stahlmassenermittlung machen oder sowas, dann finde ich ja dieses BIM-Thema mega toll. Vor allem jetzt auch mit der Zeit, Berechnung, also das Zeittracken über Teilbilder, wo ich durchklicke, finde ich mega stark. Ich habe keinen Mehraufwand mehr eigentlich und kann sofort sehen, wie lange ich für irgendwas gebraucht habe. Also für so Nachkalkulationen und Vorkalkulationen ist ja der Closed-BIM-Bereich mega stark. Ich frage mich bloß immer, wer möchte denn endlich meine Bewährung haben? Hat jemand schon jemals eine Bewährung exportiert von den anderen Teilnehmern? Theresa, habt ihr schon mal eine Bewährung exportiert? Nee, bisher noch nicht. Ja. Also bei uns ist tatsächlich ein Auftraggeber fordert es ständig, die Bewährung. Wobei, ob es da jetzt die Prüfung der Betondeckung ist oder ob es eher der Fall ist, zum Gucken, was haben die schon geleistet. Wenn die Bewährung da ist, wissen sie, die haben schon zeichnet, das jetzt mal hinstellen. Also ich habe bis letztes Jahr bei einem Generalbauunternehmer gearbeitet und da ist sozusagen das Closed BIM innerhalb des Betriebes durchaus genutzt worden und da ging es auch durchaus darum, Schalungspläne zu erstellen und auszuspielen für Projekte, für Einzelne, aber eben bei einem Generalbauunternehmer intern. Extern haben wir zu dem Zeitpunkt auch nichts ausgespielt. Man hört es ja immer wieder. Viele sagen BIM, man guckt auf die einzelne Homepage, jeder hat BIM auf seiner Homepage und ganz oft ist eben nur Marketingzweck. Und ich denke, wir reden hier über ein Thema, was noch gar nicht so verbreitet ist, obwohl es jeder in den Mund nimmt und jeder sagt, er kann es. Aber wenn man es mal hinterfragt, dann machen es wahrscheinlich die wenigsten. Mit wie viel, Theresa, mit wie viel Kunden arbeitet ihr zusammen, wo ihr so auf einer separaten Plattform die Modelle überlagert? Das ist eigentlich auch sehr selten. Das ist eigentlich nur Standard oder teilweise Standard, sage ich mal, bei uns, dass wir die BIM-Modelle so austauschen oder mal ein BIM-Modell vom Architekten bekommen. Aber dass es wirklich eine Kollisionskontrolle auf einer externen Plattform stattfindet, das ist eigentlich wirklich selten. Das zeigt mir eigentlich, dass es wirklich noch nicht so verbreitet ist, ne? Das Thema. Stefan, wie ist denn bei euch? Ja, also bei uns ist so, ich bin jetzt gerade die letzten, ja, eigentlich schon fast 2 Jahre in so einem Großprojekt, deswegen habe ich manchmal nicht so ganz den Überblick, was sonst im Büro noch ist, aber wir haben eigentlich, ich behaupte zwar kein Projekt, wo es irgendwie zentral irgendwie einen BIM-Manager gibt. Wir haben dann eher jetzt in großen Architekturbüros, dann gibt es dort jemanden, der vielleicht mit Solibri irgendwie Abgleiche macht und Kollisionsprüfungen macht, der dann eben unser Modell bekommt und das TGA-Modell bekommt. Zum Thema Bewährungsexport, das haben wir in der Tat auch noch nie gemacht. Bei uns ist das so, wir arbeiten bei Bewährungsplanung viel mit weiteren Büros, die wir praktisch beauftragen. Da liegen uns oft auch nur PDF-Pläne dann vor von der Bewährung. Das heißt, wir können gar nicht, also wir haben die Bewährung gar nicht als 3D-Element bei uns im Büro. Und Kollisionsprüfung, denke ich, müsste doch eigentlich auch Aussparungsprüfung, müsste doch eigentlich auch mit einem Schalungs- oder an sich einem 3D-Modell funktionieren. Genau, die Durchbruchsplanung, die wird ganz normal im 3D-Modell, wenn man das jetzt testet,
was hat der Tragbausplaner drin, was hat der Haustechniker drin, gibt es hier Verschiebungen. Das ist ja eigentlich der einfachste Kollisionscheck und das wird ja eigentlich dann mit den Schaltplänen gemacht. Also mit dem Schaltplänen, mit dem Modell, genau. Da brauchen wir kein Bewährungsmodell, da reicht es normale Rufermodell. Also bei mir, wir haben mal ein Projekt gehabt, da erinnere ich mich jetzt gerade, weil gerade die Kollisionskontrolle von Durchbrüchen kommt, weil es sind ja Minuskörper, nichts anderes als Minuskörper, die werden ja teilweise auch miteinander verglichen. Ich habe ein Projekt gehabt, wo ich das Tragwerksplaner-Modell zurück an den Architekten gespielt habe, weil der schauen wollte, ob ich alle Durchbrüche übernommen gehabt habe. Das macht für mich dann schon Sinn, dass er für mich ein bisschen Fehler vorher aufgreift, die ich machen hätte können. Aber es ist auch manchmal so, dass man einzelne Durchbrüche vielleicht nicht mitverschoben hat oder gar nicht mitbekommen hat, weil die auf einem 2D-Plan nicht markiert wurden und. Kollisionskontrolle von Minuskörpern bin ich jederzeit dabei. Das möchte ich auch weiterhin machen. Da möchte ich am liebsten mehr Architekten dazu motivieren, das zu machen. Jetzt sind wir schon beim Anwendungsfall. Ne? Wenn ich der S&D-Planung betrachte, dass das ein Kollisionscheck geht, da brauchen wir ja schon der erste Anwendungsfall, was in BIM vereinbart werden kann. Und da sage ich mal, da ist die VDI-Richtlinie 2552, Blatt 11.2. Kennt es von euch jemand? Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich das so frage. Aber da haben wir jetzt tatsächlich, ich meine, wir haben einen großen Auftraggeber, wir sind bei BIM ein bisschen Vorreiter, deswegen fordern die wahrscheinlich auch von uns extrem viel, wie auch die Bewährung im 3D. Und da sind wir jetzt im Moment tatsächlich dabei, diesen Prozess zu beschreiben, wie wir die Schlitz- und Durchbrüche im Vorfeld im Prinzip prüfen und planen. Also sprich, Architekt, nur den Prozess mal kurz zu beschreiben, der Architekt plant die ein, schickt die uns zu. Die werden bei uns im Moment noch mit Rot dargestellt. Wir müssen im Prinzip die anklicken über die Attribute, freigegeben, nicht freigegeben oder muss man verschieben eingeben. Und dann spielen wir das wieder zurück. Und die haben das dann im Prinzip über das PCF-Format bekommen, die diese Antworten direkt in ihr Modell eingespielt und können das dann verschieben. Und das machen wir so lange, bis das passt. Und dann gibt es natürlich zum Schluss den Kollisionscheck. Aber wie gesagt, das ist schon ein separater Anwendungsfall. Der hört sich sehr interessant an, muss ich wirklich sagen, ist aber sehr spezifisch. Und ich muss jetzt auch kurz auf die Uhrzeit schauen. Ich würde jetzt jeden noch kurz am Schluss eine Frage stellen und danach den Podcast noch abmoderieren. Ich und der Michael, wir wollen ja eher diesen BIM-Prozess ein bisschen beschleunigen, anschieben, damit er mehr in die Büros reinkommt. Und deswegen würde jetzt die letzte Frage an jeden Einzelnen noch lauten, was wäre der beste Benefit, wenn man BIM einführt? Eine kurze Antwort genügt. Konrad, kann ich bei dir anfangen? Ja, vollständigere Modelle, leichter zu visualisieren und mit jedem Part auf der Baustelle leichter drüber reden zu können, weil ich es direkt am 3D-Modell herzeigen kann. Ich kann mit jedem einzelnen Gewerk durchgehen und kann mit dem sprechen und auf Gefahrenstellen hinweisen oder auf Problemstellen und darüber reden. Aber solange wie das vom Bauamt nicht akzeptiert oder gefordert wird, wird es in meinem Sektor schwierig sein. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und ich hoffe vor allem, dass es jetzt dann in den nächsten 10 bis 15 Jahren Richtung Tablet anstatt Papier auf der Baustelle geht. Dann muss man vielleicht nicht ganz so viel auch betiteln von den Bewährungseisen, sondern kann es einfach auf der Baustelle selber per Layer ein- oder ausblenden. Und weiß dann genau, welcher Staub wo eingelegt wird. Ja, Stefan, was müsste bei dir passieren, damit BIM mehr in den Einsatz bei euch in den vier Wänden kommen würde? Ja, also ich würde auch sagen, dass das von Bauherren oder von Kundenseite einfach stärkerer Fokus drauf gelegt werden sollte, weil es einfach auch, sag ich mal, eine Qualitätsoptimierung ist und eine Fehlervermeidung ist. Und im Moment ist es ja eher so, dass einfach die einzelnen Büros daraus versuchen, irgendwie ihre Abläufe zu optimieren. Aber ich denke, da könnte man auch einfach mehr machen draus aus dem Ganzen. Dann würde ich die Theresa noch fragen, also wo könnte der Mehrwert bei euch noch sein, dass BIM mehr eingesetzt werden würde? Es sind eigentlich die Punkte, wo eigentlich schon genannt worden sind, dass einfach die Kollisionen bzw. Planungsfehler einfach besser vermieden werden können. Der Adi hat auch noch kurz einen Chatbeitrag gebracht. Er hat geschrieben, wir exportieren die Bewährung in 3D für Kollisionen zu prüfen und für Details. Also der Adi macht das schon. Also die sind schon ein bisschen weit, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht der Standard.
Michael, was müsste bei uns passieren, damit unser BIM-Herz noch höher schlägt? Unser BIM-Herz würde höher schlagen, wenn es mehrere Partner geben würde, die mit uns gemeinsam den BIM-Prozess nach vorne bringen in der Planung. Wir haben immer wieder das Problem, dass es Unternehmen und Architekten wie auch TGA-Planer gibt, die sagen, es funktioniert einfach nicht. Aber die haben es selber noch nicht einmal probiert. Wenn wir hier erreichen könnten, dass es mehrere Partner gibt, die mit uns gemeinsam die Prozesse nach vorne bringen, dann würde mein BIM-Herz oder unser BIM-Herz höher schlagen. Danke Michael und danke auch an unsere tollen Gäste. Dieser Erfahrungsaustausch hat uns in erster Linie gezeigt, dass BIM überall bis zu einem gewissen Grad anders eingesetzt wird. Es gibt noch viele Stellschrauben, die man optimieren muss, und einige dieser Stellschrauben besprechen wir beim nächsten Mal, denn da geht es um das Thema BIM-Ablaufplan, kurz BAP, sowie die Auftraggeber-Informationsanforderungen, kurz AIA, und wenn es zeitlich noch möglich ist, möchte ich den Level of Development mit reinpacken. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wissensaustausch Bauplanung.